Hallo meine Freunde Einbrüche und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Lego City Undercover mit mir, dem Drachenburschen. Und ich grüße heute nämlich den Jonas, außerdem den Leonard, den Hannes und auch noch den Marvin. Wow, das war knapp. Das war richtig knapp, das hat uns fast erwischt. Gefährlich hier. Der Leben am Limit. Der hätte uns dann der Astronautenanzug aber auch nicht geschützt. So, einmal hier drehen. Und nochmal nach oben. Frage, ob man da, wenn man das zu zweit spielen würde, das Spiel an der Stelle, ob man damit dann seinen Mitspieler gerade hätte erschlagen können. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Aber ich hätte es natürlich mal getestet, auf jeden Fall. Wenn ich es zu zweit gespielt hätte. Da kommt wieder die Verstärkung ist da. Setz mal wieder lieber den Helm auf. Und dann ist 3 von 3, das heißt, wir haben das erste Polizeiding auch gleich fertig. So, weg mit dir und ausgewichen. Hat er irgendwie gerade eben gar keine coole Attacke gemacht bei dem hier. Oh, der gemeine Fußtreter, der ist gemein. Der ist gemein. So, hier hebeln wir auch nochmal was auf. Immer 3 von 4 müsste das sein, oder? Ja. Schauen wir mal, dass wir da noch reinkommen, in den Raum. Das wäre natürlich auch wichtig, da können wir nämlich dann gleich auch noch was holen. Ja, das war das erste von den Polizeiwappen, das hatte ich vermutet gehabt. Da können wir was gießen. Hier kommen wir momentan noch nicht rein, nee. Dann können wir momentan hier nur hier den begossenen, die begossene Pflanze machen, nicht den begossenen Bude. Ja, brauchen wir links irgendwas auch noch, um da was drauf zu bauen oder so. Ja, schauen wir mal. Oh, Steine. Nicht, dass wir nicht schon genügend Steine hätten, aber ein paar mehr Steine haben auch noch bekanntlich nie geschadet. Ja, hier nochmal aufhebeln. Ich glaube, wir müssen eher auf die... Also, hier müssen wir questtechnisch wahrscheinlich rüber. Aber missionstechnisch... Also... Nebenmissionsmäßig, sagen wir mal, Einsammelsachenmäßig, müssen wir, glaube ich, nochmal auf die Seite hier rüber. Das ist, glaube ich, jetzt der optionale Teil, den ich hier gerade mache. Da können wir uns auch nochmal entlang schwingen. Nee, hier gibt es echt zu viele Auswahl an Sachen, die wir machen können. So, einmal den Feuerwehrmann. Ups, falsche Taste. Einmal die Tür einhauen. Dankeschön. Und dann nix wie... genau. Und dann kommen wir in den Raum da unten nämlich rein, den ich noch gesehen hatte. Wo wir dann gleich eine Charaktermünze bekommen und dann zusätzlich auch noch ein Teil der Polizeimarke. Weil da unten ist nämlich auch der letzte von diesem... was haben wir bekommen? Schön. Der letzte von dem... Doch keine Charaktermarke, sondern eine Automarke. Eine Automarke. War ein BMW. Nee. Da bekommen wir nämlich auch den letzten von diesen Schränken hier. So, einmal aufhebeln den letzten Schrank. Oder war der letzte? Ja! Damit haben wir auch schon zwei Teile der Polizeimarke. Fehlen uns nur noch 2, die wir wahrscheinlich erst im zweiten Anlauf bekommen. Wobei, vielleicht ein drittes oder so haben wir ja schon mal bekommen. Mal gucken, wo das hier noch hinführt. Hui! Hui! Okay, wir müssen... Da muss ich da irgendwie lang... da kann man sich irgendwo dranhängen. Das sehe ich gerade noch. Wuhu! Ach nee, da brauche ich schon wieder was, wenn ich... Verzweiflung macht sich breit. Ja, da können wir nichts machen, da müssen wir wohl über wieder auf die Seite rüber. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere normale Quest weiterzumachen. Aber zumindest wissen wir beim nächsten Mal, wenn wir die Mission nochmal machen, wo wir hin müssen. Da müssen wir nämlich dann auf die andere Seite rüber, in Richtung der elektrischen Ladungen. So, jetzt ist hier, das kennen wir auch schon, ganz schnell nach oben. Und dann hier runter und die Mission fortsetzen. Da ist die Kiste, die wir brauchen. Aber erstmal müssen wir hier den Weg aufmachen, beziehungsweise die Elektrizität abschalten. Ohne Elektrizität können wir auch durch die Tür durch. Die geht wahrscheinlich sogar von alleine auf. Ja. Perfekt. So, Chasey. Mal ein bisschen weitergehen. Weit ist der Weg nicht mehr. So, und damit können wir wahrscheinlich den Aufzug nehmen. Ja, da bauen wir uns was für den Aufzug, damit wir den Aufzug nehmen können. Okay, Chase. Lass nichts zu Wertvolles mitgehen. Such nach was Glitzerndem, das Winnie gefällt. Beklauen wir gerade Blackwell? Das ist nicht gut. Wäre ich ein zurückgezogener Milliardär, wo wäre dann mein Safe? Natürlich. Kleiner Safe. Ich war's nicht gerade eben. Ich hab nicht gepupst, das war das Telefon. Chase, ein paar Typen sind aus dem Nichts aufgetaucht und verfolgen mich. Ich versuche, sie von dir wegzulocken. Beeil dich! Okay, ich schnapp mir das Zeug und hau ab. Einmal mit Profis. Wie kriegt man denn das Glasding hier kaputt? Okay, wir machen erstmal die Sachen noch kaputt. Vielleicht wird uns dann auch irgendwie klar, wie wir das Glasding kaputt kriegen können. Der Forest Blackwell wird sich aufräumen, wenn er hier zurückkommt und alles erstmal kaputt ist.
Ah, okay, das ist wieder ein Färbeautomat. Ich kann aber nicht genau weiß, wofür wir den brauchen. Können wir von Rot auf Rot umschalten. Ah, da können wir wahrscheinlich die Sicherungen da irgendwie ausschalten oder so, das kann ich mir vorstellen. Also die Sicherungen da drüben, diese Laser, dass wir die damit irgendwie ausschalten können. Aber bevor wir das machen, hebeln wir hier erstmal mal ein bisschen auf. Scheint ja auch. Ah, hier ist auch ein Safe. Das ist doch mal ein sinnvoller Ort für einen Safe. Brauchen wir die Kiste, bitteschön? Ich bin mir gerade irgendwie nicht sicher. Oh, das da unten sieht aber auch cool aus, da so aquariumsmäßig. Boah. Der Mann hat auf jeden Fall Geld. Aber gut, er ist ja nicht ohne Grund wieder der. Ich mal auch nochmal aufhebeln. Dann müssen wir noch ein bisschen Sport machen hier an der Stelle. Ich sehe schon, in dem Raum hier sind wir noch ein bisschen beschäftigt. Und so, nur rot sieht das Klavier hier, also der Flügel eigentlich auch nicht schlecht aus. Mal was anderes. Vielleicht noch ein bisschen schwarz rein oder so, dass es rot-schwarz ist. Das ist so Drachenbursche Farben. Wäre echt ganz cool. So, hier boxen wir nochmal eine Runde. Wir müssen wahrscheinlich nur Münzen schätzen mal, oder? Nein! Das bringt uns Teil 3 von 4. Ja, hallo? Ja, hallo, hallo. Erstmal wollen wir die Musik ändern, oder? Bisschen andere Musik, Ritter Valkyrie ja, oder sowas läuft da bestimmt. Das lenkt sicher gar keine Aufmerksamkeit auf mich. Oh ne, es ist so entspannte Musik. Okay. So, erstmal hier den Brand wieder löschen hier im Kamin. Vielleicht so ein Geheimgang oder so hinter dem Kamin, das kann natürlich auch sein. Ja. Feuer geht schon wieder nicht aus, ey. Das ist Katastrophe manchmal in dem Spiel. Aber irgendwas muss es ja auf sich haben hier mit. Oh, da oben können wir auch noch, da oben können wir auch noch mal hoch. Na gut, wenn wir das Feuer nicht auskriegen, dann gehen wir zumindest da hoch. Schade, dass der wirklich nur der eine Charakter diesen Greifhaken hat hier. Greifhaken aktiviert. Oh, Chase. Mach doch mal, was du sollst. Ah, geht doch. Oh, da können wir gleich noch ein bisschen auf Detektiv spielen. Das ist auch immer lustig. Ich bin gern ein Detektiv und du. Oh, diesmal sogar auf Anhieb geklappt, ohne Bug. Ja, aber das müsst ihr auch die ganze Zeit kriegen, das Zeug hier. An allen Ecken kriegen wir irgendwie das Zeug in die Hand gedrückt. Okay, muss man das auf zwei Seiten ausmachen. Kann die Flügel nicht kaputt machen? Kann das nicht einfärben, das Ding, sonst kaputt machen? Nee, anscheinend ist das Ding unkaputtbar. Aber diese Kiste nicht. Die Kiste können wir kaputt machen. Da können wir schon wieder was zusammenbauen. Ah, wir müssen den Flügel vervollständigen, damit wir hier Klavier spielen können. Oh, gleich kommt hier Chase auf dem Klavier. Das lohnt sich bestimmt jetzt, oder? Chase am Klavier. Ah, der sieht aus wie ein Profi hier. Wie er das macht, also Wahnsinn. Jawohl, wir haben die Polizeiwache zum ersten Mal komplett. Ja, schick. Ich bin hellauf begeistert. Wir haben die Polizeiwache so komplett. Schön. Schön, alle vier Teile gefunden. Das haben wir noch nie geschafft vorher. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Super geil. Möchte man da fast schon sagen. So, jetzt keinen Elektroschock einfangen, sondern lieber ein paar Stats einfangen. Und ein neues Auto, nämlich den Scouty. Ja, das ist ja mit unserer erfolgreichsten Mission hier, würde ich sagen, bisher. Ja, da hier auch nochmal kaputt machen. Falls man hier noch was zusammenbauen kann. Da jetzt nicht. Da kommen wir nicht rein. Da müssen wir. Ah, okay, da brauche ich einen starken Charakter, um da reinzukommen. Okay, dann haben wir hier aber, glaube ich, wirklich alles gemacht, was es hier gab in dem Raum. Die Möglichkeit, den Schatztresor zu öffnen, haben wir auch gleich gefunden, glaube ich. So, da müssen wir nochmal ausmachen hier oben. Nur noch eine Ebene bis zum Safe. Oh. Oh, oh, ich habe Gesellschaft. Die roten Männer greifen mich an. Ah, komm, den färben wir auch noch rot ein, oder? Färben wir den auch noch rot ein? Nein, wir sollten ja aus dem Weg gehen. Oh Mann, jetzt sind sie nicht mehr rot eingefärbt. Also sie sehen sehr witzig aus, wenn sie in rot eingefärbt sind, auf jeden Fall. So, ausgenockt. Den verhaften wir. Ups, den verhaften wir auch noch. Und dich färben wir. Was tust du da? Ah, okay. Also diese Kampfmechanismen sehen schon teilweise sehr amüsant aus. So, mal schauen, ob es noch eine zweite Runde Gegnerkämpfe hier gibt. Auf jeden Fall kommen da bestimmt gleich nochmal welche rausgekrochen, wie ich sie so kenne. Wenn ich hier das deaktiviere. Sesam, öffne dich. Oder einfach, öffne dich, wenn du eine Sesamallergie hast. Wow, das nenne ich mal eine Menge Zaster. Kein Wunder, dass Vinny diesen Ort im Auge hatte. Ja, schick, schick. Nehmen wir die Statue in der Mitte mit, oder was nehmen wir mit? Die Auswahl ist hier fast schon ein bisschen zu groß. Eulenstatue. Schick, schick. Wer bist du?
Eindringling entkommt. Verfolgung aufnehmen. Matrix lässt wieder mal grüßen. Die sehen aus wie Agent Smith. Die, ja, es kommen auch immer mehr raus. Wie cool. Sehr cool. Matrix-Referenz ist immer gut. Wie viele das auch sind. Jawohl, beste Verfolgungsjagd. Wow, mal schauen, was da so einfällt. Wache 2, ihm nach! Los, los, los! Lass ihn nicht denn hinterher! Schneller! Ich glaube fast, die sind wir entkommen. Blackbiss, Villa, Einbruch. Sehr gut. Polizeimarkenanteil. Ja, nicht nur einer, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern vier haben wir gefunden. Juhu! Ach, das ist schön. Außerdem, City-Beschützer haben eine Trophäe erhalten. Wir haben den Buzzer freigeschaltet, also ein neues Fahrzeug. Außerdem haben wir noch ein zweites Fahrzeug freigeschaltet, nämlich den Scout. Hey, da haben wir jetzt ja echt fast alles gefunden, ey. Richtig, richtig erfolgreiche Mission. Ich bin begeistert. Lego City Helds sind wir selbstverständlich auch gewonnen. Und goldene Steine haben wir auch noch gefunden. Nämlich eins, zwei, drei sogar. Cool. Sehr, sehr cool. Wir setzen natürlich gleich die Geschichte fort. Und schau mal, was Winnie zu unserem erfolgreichen Einbruch hier sagt. Beziehungsweise, was Blackwell sagt. Chase, ich versuche immer noch, diese Typen loszuwerden. Bist du entkommen? Ja, aber hinter mir sind sie auch her. Okay, wir treffen uns am südlichen Ende der Promenadengärten im Zentrum. Alles klar. Hey, komm in den Wachen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Agent Smith kann uns gar nichts. So schnell scheinen die aber nicht zu sein, oder? Wo sind sie? Wo sind sie gar nicht. Ach, ist der auf dem Dreirad gerade gewesen? Ah ja, Tatsache. Ups. Kann man den auch runterschlagen vom Dreirad? Bleibst du da? Jetzt hat er noch ein lila Dreirad. Na gut, dann fahren wir nochmal weiter. So richtig gefährlich sind die Kerle ja nicht. Aber wir versuchen natürlich trotzdem, hier zu kommen. Denen gefallen, dass sie uns hier einfangen können, denen gönnen wir ihn nicht. Nehmen hier nochmal ordentlich was mit, das bringt hier mal ordentlich Steine. Das habe ich schon wieder vergessen gehabt, dass ich das immer machen soll, ja. Also hier immer die Schilder und so weiter umfahren, also eigentlich immer die ganze Zeit auf dem Gehsteig fahren. Oh, die Telefonzelle war leider etwas stabiler. Eigentlich müsste die man ja wahrscheinlich blau einfärben, damit das doch gehirnmäßig passt. Das ist auch gemein, ich meine, die Telefonzellen kann man durchfahren und ich manche nicht. Ich möchte gerne nochmal. Ich bin gerade ein bisschen falsch gefahren, das tut mir leid. War so nicht geplant. Hatte gedacht, ich komme da nochmal außen rum, aber bin ich leider nicht. Ups. Unten rum, Alter. Nochmal Motorrad wechseln? Ach nee. Das funktioniert schon mit dem Motorrad. Das scheint schon ganz in Ordnung zu sein. Oh, was ist das? Ein Stargate? Das sieht aus wie ein Stargate. Oder? Das schaut doch wirklich aus wie ein Stargate. Naja. Schauen wir mal, ob wir dann noch in irgendwelche anderen Galaxien kommen. Früher oder später. Wird aber auf der Karte angezeigt, wo man diese Färbesachen braucht, sieht gerade. Auch nicht schlecht. War hier nicht auch noch irgendwo so eine Statue zum Explodieren bringen? Nein, also in der Gegend hier waren wir schon mal. Da hatten wir auch schon mal ein paar Missionen. Die Kunstgalerie war hier, glaube ich, in der Gegend. Ah, da vorne ist noch eine von den Statuen. Die haben wir gleich mal weg. Die haben wir gleich mal weg. Ich glaube, wir haben noch Dynamit dabei. Wenn nicht, dann bin ich schwer enttäuscht. Wir haben kein Dynamit dabei. Nein, wir haben kein Dynamit dabei. Wahrscheinlich haben wir auch keins dabei, weil wir gerade mitten in der Mission sind. Das kann natürlich auch sein, dass wir deswegen kein Dynamit haben. Also mit der Verfolgungsjagd haben die es auf jeden Fall die anderen nicht so ganz ernst genommen. Den sind wir ja locker entkommen. So, ich glaube, hier geht's rein irgendwo, oder? Ich glaube, ja, ja. Hier sieht's doch gut aus. Da wäre auch gerade noch Dynamit gewesen. Verdammt. Oh oh, das gibt jetzt auf jeden Fall einen großen Kampf, glaube ich. So, hier entkommen ihnen allen. Ja, alle weggehauen. Jawohl, ja. Da liegen sie, da wird einer nach dem anderen verhaftet. Na, was habt ihr noch auf Lager? Ich bin echt nur gerade dabei, Dreieck zu drücken. Und die Gegner, immer nur, damit die Gegner mich hier nicht hauen können. War da schon alles? Nee, da kommt noch mehr.
Da oben ist ein Schwein, sehr gut. Jetzt können wir nochmal wieder wegschießen, das Schwein. Na, was habt ihr noch... Oh, die hat mich gerade getroffen. Was habt ihr noch auf Lager? Was habt ihr noch auf Lager, hä? Nicht mehr viel, denke ich mal. Ich muss ja echt hier die ganze Zeit ausweichen. Also eigentlich kann man die ganze Zeit Dreieck drücken. Schwer ist es nicht, aber man muss es halt schnell genug drücken. So, und noch eine verhaftet. Was hast du noch auf Lager? Nicht mehr viel. Oh, der ist noch nicht kaputt. Jetzt aber. Jetzt weichen wir ihm aus und kontern ihn geschickt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh Mann, immer diese brillanten Videoanrufe. Ich will hier aber nochmal hoch. Wenn ich hier nämlich noch was gesehen habe. Ein Schwein habe ich nämlich gesehen. Und die Sau würde ich eigentlich ganz gerne auch wieder wegschießen. Die Frage ist nur, wie kommen wir da oben drauf? Da sehe ich momentan noch keinen Weg da hoch. Ah, da kann man sich da hoch teleportieren. Das andere Teleporting ist wahrscheinlich irgendwo unten, wo wir nicht hinkommen. Naja, nicht so schlimm. Aber die Statue, die machen wir auf jeden Fall noch kaputt. Die Statue steht ja ganz oben bei uns im Kurs. Nachdem ich vorhin schon kein Dynamit dabei hatte, habe ich jetzt wenigstens Dynamit dabei. Damit hier der Rex Fury hier nicht weiter die Stadt verschandelt. Hier unten können wir auch mal runter. Nein, das Wasser. Verdammt, das hatte ich nicht gesehen gehabt. Einmal rauf und dann wieder an Land. Perfekt, das funktioniert ja alles hier. Ja, das hat ja sowas von diesem Pier. Oh Gott, welche Nummer hat denn dieser Pier in San Francisco, der berühmte? Ich glaube 48 war es. Oder so. Naja, es gibt auf jeden Fall so einen berühmten Pier. Wo ich auch drauf stand, ich weiß aber nicht mehr, welche Nummer er hatte. Der schaut hier so ähnlich aus. Kann man da eigentlich durchschauen, auch durch diese Dinge hier? Nee, das können wir leider nicht. Schade. Naja gut, dann ab nach vorne und mal das Ding da in die Luft jagen. Damit wir das auch noch erledigt haben. So, das können wir das kaputt machen auch. Können wir bestimmt irgendwie machen, aber momentan... Ah, da vorne ist die Schweinekanone auch. Aber das Schwein haben wir ja noch nicht bekommen. Da mussten wir wahrscheinlich einen starken Charakter haben. Boom. Silberstatue zerstört. 4 von 17. Naja. Das war schon 67 Steine. Mit den Steinen geht es mittlerweile eigentlich ein bisschen flotter voran. Dadurch, dass man immer mal wieder Sachen sieht oder so hier, die man da machen kann, ist das eigentlich ganz gut. So, wir haben einen Videoanruf, dann sollten wir vielleicht auch mal dran gehen. Mo, bist du schon bei den Promenadengärten? Schön wär's. Diese Kerle haben Leute an den Docks postiert, um mich aufzuhalten. Kann also noch eine Weile dauern. Fahr zu Vinny. Ich habe bei ihm angerufen, aber er ist nicht rangegangen. Nicht mal, um mich anzubrüllen. Da stimmt was nicht, Chase. Ich werde nach ihm sehen. Geh zu Papalados Eisdiele. Machen wir. Aber wir gehen nicht. Wir fahren und zwar mit dem Feuerwehrauto. Hat das irgendwas? Ich kann den Alarmanlage kannst anmachen, aber so irgendwie Wasserspritzen oder so kannst du leider nicht das Feuerwehrauto. Das wäre natürlich noch cooler gewesen. Ich kann in die falsche Richtung fahren. Das kann ich auf jeden Fall auch gut. Da sind wir sogar relativ weit weg von der Eisdiele. Wir haben gleich 10 Millionen Stats, sehe ich. Nicht schlecht. Dann müssen wir hier ein bisschen hier Kombis machen. Damit wir hier ein bisschen... Oder oh, ist das ein Rennen? Schaut aus wie ein Rennen. Der Wagen steht da so ganz einsam und alleine. Das spricht doch eigentlich dafür, dass es ein Rennen ist, oder? Ja, es ist ein Rennen. Ich freue mich da immer viel zu sehr, oder? Nee. Ich mag die Rennen, ich mag die Rennen. Auch wenn mir jetzt langsam die Stimme versagt hier. Aufgrund meiner Erkältung, aber es klingt zumindest sehr cool. Wuhu! Ich glaube, der Part geht nicht mehr allzu lange hier. Das macht meine Stimme einfach nicht mehr mit. Wobei es eigentlich ganz witzig klingt. So, jetzt nochmal hier. Ja, das ist ja hier ein Monster dann nach dem anderen, den wir hier abräumen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir müssen ja mal rechts abbiegen. Das habe ich zum Glück noch rechtzeitig gesehen. Weil wir ja auch rechts abbiegen müssen. Ja, doch. Der Wagen ist cooler. Ich freue mich auch auf jeden Fall drauf, den dann gleich schon zu haben, wenn wir es geschafft haben, das Rennen. Ich zweifle natürlich nicht dran, dass wir es schaffen. Ich muss auch wieder öfters... Oh, da war hier ein bisschen zu große Worte. Da haben wir gerade ein bisschen Zeit liegen lassen. Mal wieder ein bisschen Nitro nehmen hier. Ah, fahr uns doch nicht in den Weg, Frau. Ich glaube, es war zumindest eine Frau da gerade eben am Steuer, die uns in den Weg gefahren ist. So, nochmal hier rüberfahren. Keine rücksichtlichen Verluste. Sorry, wir hupen nochmal ein bisschen damit uns hier. Damit wir hier keine unschuldigen Leute überfahren. Sorry. Und dann mal noch Vollgas hier ab durch die Mitte durch. Kann man da durch? Nein, da kann man nicht durch. Nein.
Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Da habe ich mir schon meine Mission mit versaut gehabt, weil ich gedacht habe, ich kann durch diesen Bullen durchfahren. Der hier vor der Börse steht. So, ab durch Stargate durch. Oh, 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 das war schon wieder viel zu knapp. Naja, bestimmt. Machen wir bestimmt. So, einmal nochmal. Eine scharfe Rechtskurve. Und da vorne ist auch schon das Ziel. Gleich haben wir es geschafft. Ins Finale. Jawohl, ja. Ein weiteres Rennen und wir haben die 10 Millionen Stats auch noch dazu. Gewonnene Zeitläufe. 5 von 16. Sehr, sehr erfolgreich. Draconos haben wir freigeschaltet. Oh, coole Karre. War ja nicht irgendwo so ein Superbau gerade eben? Ich meine, ich bin da gerade eben noch über so ein Superbau. Da! Hab doch gesagt, da war noch ein Superbau. So, was gibt's denn hier? Eine Rufsäule. Na, die bauen wir auch noch gleich. Ein 10.000er sehe ich da. Den sammeln wir natürlich ein. Jawohl, wir haben die Patrullo. Die Patrullo. Den Segway von der Polizei mal freigeschaltet. Sehr cool. Der bringt zwar so nicht viel, aber... Er ist zumindest als Fahrzeug cool. Er sieht zumindest cool aus, auch wenn er auch nicht viel bringt. So, hier kriegen wir gleich ein neues Fahrzeug. Da können wir auch gleich zu unserer Mission fahren. Ja, genau. Den musst du benutzen. Und wir benutzen den Wagen auch allerdings erst im nächsten Part. Bis dann wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Und möge Chase McBergarbeiter mit euch sein. Servus. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.